Hallo und herzlich willkommen zurück bei... Dieser Name ist so, ich weiß, es heißt übersetzt natürlich Arche und das heißt nicht irgendwie Ark, sondern Ark, also Ark, Ark. Hier ist einiges im Argen, das kann man auf jeden Fall sagen. Haha, das reimt sich sogar. Und heute, also gestern, die letzte Folge gestern, sollte er gestern kommen. Fiel aber aus, weil ich mit dem Aufnehmen nicht hinterherkomme. Ich war ja irgendwie 2 Wochen unterwegs und lalala, pipapo, lange Geschichte, habe ich schon alles erzählt im Livestream. Deswegen jetzt ganz kurz, ich wollte jedenfalls, ich erinnere mich, der Vergangenheitsgronk hat mich beauftragt damit, wir wollten diese Runde irgendwie tamen. Ich erinnere mich daran. Ich weiß noch nicht, also Entertainment, kennst du ja, ne? So, jetzt ist die Frage natürlich nur, was tamen wir, wie tamen wir es, haben wir überhaupt die nötigen Voraussetzungen, denn wir brauchen eigentlich, soweit ich weiß, auch einen Sattel. Und den müssen wir uns erstmal, ich gehe ins Inventar, das lebt beim ersten Mal ein bisschen länger, da haben wir's, den müssen wir, glaube ich, erstmal, ich guck mal ganz kurz, wir haben noch 6 Engram-Points, Fiomias Hell, den können wir machen. Bestimmt hat der Vergangenheitsgrund die 6 Punkte hier gespart für irgendwas anderes. Ich weiß gerade gar nicht mehr was. Wooden Walls haben wir. Cooking Pot wäre eine gute Idee eigentlich. Spyglass, Small Crop haben wir gelernt. Lalala, vielleicht eine Tür wäre mal ganz gut. Oder das hier hätte man auch machen können. Hätte man schon machen können. Aber wir wollen ja diesmal den Sattel. Wir lernen das Engramm. Habe ich mal ganz spontan gemacht. Jetzt habe ich mal ganz, egal was der Vergangenheitsgronk da geplant hat, ist mir egal. Der Drecksack lässt mich ja auch immer im Regen stehen mit seinen Plänen. Irgendwie, ja, das macht der Zukunftsgronk für uns. Und dann zieht er sich ganz elegant aus der Affäre, der Drecksack. Wir brauchen noch Fieber. Wir haben noch ein Fieber. Wie immer, wenn ich aufnehme, jetzt ist ja schon wieder 2 Wochen her, muss ich erstmal wieder ein bisschen reinkommen. Alter, wieso stöhnt der denn sofort los, wenn ich renne? War das schon immer so? Voller Lüstling. Der Dreckige. Ach, guck mal, hier sind aber die... Ach, wie cool das immer aussieht hier. Ich liebe das. Hier sind, glaube ich, die Palmen wieder respawned. Und die ganzen Gräser und so. Hier war ja alles leer. Wir haben ja alles weggepflanzt. Und jetzt ist alles wieder da. Das heiße ich gut. Ich jauchze und frohlocke vor lauter Freudigkeit. Was ich aber auch mache vor lauter Freudigkeit, erstmal gucke ich mal ganz kurz, ob hier nicht wieder ein Viech ist, denn ich erinnere mich, hier haben wir irgendwo gegen eins gekämpft, das war aber, glaube ich, da oben. Und deswegen... So, Fieber. Ich bin ja gerade im Goldfieber sozusagen und deswegen, ich muss ganz viel Fieber sammeln, das Gold ist mir egal, das kannst du gerne haben. Hast ja auch verdient. So, und deswegen, ich behalte das Fieber, du kriegst das Gold, wir sind alle glücklich. Zack. La 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 la. Fieber, Thermometer, la 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 la. Ich glaube, diese Fieberwitze werden einfach, die werden niemals alt, weil die schon immer alt waren, werden die gar nicht mehr alt. So. Hier grabbel ich auch noch ein bisschen rum. Immer schön mit der Patscherhand hier alles weggrabbeln. Das gefällt dir doch. Irgendwie der Himmel hat gerade gekrisselt. Komisch. Ein Spoiled Meat ist gerade gespoilt, also das vergammelte Fleisch ist leider gerade vergammelt. Vergammeltes Fleisch kann man, glaube ich, irgendwie Sauriern unterjubeln oder so, ne? Irgendwie so war das doch. So, ich bin hier fett am Wegrabbeln alles. Ah, geil. Oh, ja, geilen Pflanzen. So. Ich hoffe, ich werde nicht angegriffen. Ich gucke kurz mal auf meinen Diamanten und mache hier so einen Fiomia-Sattel. So, der wird direkt mal schön zusammengenäht hier. Schlork. Fiomia. Die Fiomia sind, glaube ich, auch diese... Sind das nicht diese Ameisenbären? Wenn ich mich recht entsinne, sind das nicht die? Mach das mal auf die 4. Auf die 4. Geht nicht. Huch, hallo. Geht nicht auf die 4. Ich weiß noch nicht genau, wie ich einen Sattel benutze. Ich hatte ja noch nie einen. Persönlich trage ich aber gerne andere Klamotten. Kennst du das? Du gehst gerade zum Penny oder zum Rewe und angenommen, hier ist eine rote Ampel und du willst ganz kurz einen Sprint hinlegen, dann läufst du los und sofort und alle gucken dich an, weil das vielleicht irgendwie scheiße ist oder merkwürdig kommt, wenn dann hier plötzlich jemand anfängt zu laufen und dabei laut rumstöhnt. Das ist schon ein bisschen verstörend.
Es ist verstörend. So verstörend, wie die Nacht über uns kam. Und ich glaube, da drüben habe ich so einen Flumposaurus gesehen. Ich weiß natürlich nicht mehr genau, wo der war. Und hier war immer... Hier war doch immer der Kleine. Da wir auf dem lokalen Server spielen, kann es sein, dass der Kleine nicht mehr da ist. Dass wir den wirklich gekillt haben. Ich weiß nicht genau, wie die Dinosaurier hier programmiert sind. Das kann ich nicht sagen. Die Bäume jedenfalls kommen wieder. Das ist eine Wolke, okay. Die Bäume jedenfalls kommen wieder. Das heiße ich gut. Ich frohlocke gar ob dieser Nachricht. Jetzt ist komischerweise der... Ist dieser Diamant immer rot, den wir an der Hand haben? Oder war der nur eben rot, weil wir eine Waffe dabei haben? Ein Waffeeisen. So, generell glaube ich, Bude wird schick. Sieht noch sehr scheiße aus. Ich glaube, da ist noch viel Bedarf nach oben. Ich gucke nochmal ganz kurz, was der Vergangenheitsgong hier zurechtgeklumpt hat. Ich glaube... Hä? Fertilizer 0? Wasser 0? Okay, das muss noch ein Bug sein. Das ist nicht mitgespeichert. Hier war auch Wasser drin und hier Wasser 0. Na, Glückwunsch. Und die gute Dinosaurierkacke, die wir liebevoll... Oh Mann, die habe ich gehegt und gepflegt wie mein eigenes Kind. Ich habe eine Perücke aufgesetzt und Namen gegeben. Zum Geburtstag habe ich einen Kuchen gebacken. Der hat sie ausgepustet, hat es gestunken. So, warte. Alter, ich will gar nicht mehr laufen, wenn er so laut ist. Das ist ja peinlich vor den Nachbarn. So, ich habe mal eben Wasser geholt. Denn ich lese ja Kommentare. Guck mal, dann ist wieder so ein Polarlicht. Also so ein buntes Bunti-Schmunti. Da müssen wir auch nochmal gucken, was das ist. Die meisten wissen es ja eh schon. Ich bin der Letzte, der es nicht weiß. Der es nicht weiß, weil ich ja immer Solo spiele und immer nur die kurzen Spielsessions hier. So, immer viel zu kurze Spielsessions. Die Frage ist, muss ich denn jetzt eigentlich... Hallo? So. Hä, die Viechs sind doch drin. Consumable? Die Frage ist, muss ich den Wasserschlauch jetzt da reinlegen? Weil der Schlauch, da ist ja Leder. Nö. Null von 200. Fertilizer ist jetzt drin. Wasser, null. Wie geht denn das mit Wasser? Ich will das ja nicht selber trinken. Hätte mich auch gewundert, wäre ein bisschen merkwürdig gewesen, aber... kann ich hier nicht... Destroy Plant, Demolish, will ich alles nicht. Trinken muss ich gerade nicht. Also eigentlich, es wäre logisch, wenn ich das jetzt hier reinziehen würde. Wobei das natürlich auch trotzdem unlogisch ist, weil ein Wasserschlauch brauchst du eigentlich nicht drin. You're cold. Du bist so kalt. Null. Null. Ja gut, einen Wasserschlauch kannst du ja auch nicht ins Blumenbeet legen und hoffen, dass dann die Blumen automatisch wässern. Man muss schon irgendwie gießen können. Ich weiß natürlich nicht wie. Ach, ist er wieder. Da drüben sind ja kleine Scheißer. Ob wir die tamen können, weiß ich nicht. Ob ich überhaupt tamen will, weiß ich gar nicht. Not irrigated, okay. Hallo? Access Inventory. Vielleicht müssen wir tatsächlich auf Wasser warten, oder? Ich habe keine Ahnung. Ja, hat er jetzt selber getrunken. Toll. Drecksack. Trinkt vor den ganzen Schlauch aus. Hat gar keinen Durst, trinkt aber trotzdem den ganzen Schlauch aus. Wie kann man denn so gierig sein? Voll der Gierschlund einfach. So, ich wollte eigentlich warten, bis wieder Tag ist, bevor wir rübergehen. Theoretisch können wir jetzt, aber wir könnten theoretisch jetzt schon rüber. Das würde schon gehen. Ich hoffe nur, wir kommen auch lebend rüber, denn ich weiß nicht, normalerweise soll im Tümpel, so las ich, viel schlimmere Sachen sein, als die letzte Mal gesehen haben. Bei uns war es ja nur so ein alter Backfisch oder zwei. Und eigentlich sollen hier überall Piranhas und lalala und tralala, was man so erwarten würde eigentlich auch eher. So. Alter, dieser geile Stöhner immer die ganze Zeit. Nachbarn denken, ich gucke hier irgendwie so ein Gay-Porno. Huch! So, ganz kurz. Wir haben hier die Trikes, also die Klumposaurus, so haben wir hier ohne Ende.
Das finde ich ganz famos, aber das sind natürlich nicht die, die wir haben wollen. Denn ich glaube, wenn wir die angreifen, die prügeln uns ja quer durch die Karte. Das wäre vielleicht ein bisschen ungeil. Er da drüben. Bist du nicht der, den wir suchen? Ich würde gerne laufen, aber da machen wir so komische Geräusche. Bist du nicht der, den wir suchen? Ein Fiomia. Und wir haben zwei. Das heißt, die sind gerade boostet. Oder, das ist ja nur, die sind nur boostet, wenn er... Aber da stand ja auch boostet dran. Das heißt, der hier wird wahrscheinlich Female sein. Female, ja, sage ich doch. Das heißt, wenn ich den einen angreife, dann greifen die uns beide an. Das ist... Oh, diese Freezes. Das ist dann, glaube ich, doch sehr ungesund. Vielleicht finden wir hier noch einen, der so ein Einzelkämpfer... Oh, hier haben wir drei von den Bösen. Scheiße. Pass mal auf, ist der noch hier am Strand? Dann hau ich ihm aufs Maul... überrede ich dir mal. Beeren müssten wir noch genug haben. Der andere ist wahrscheinlich nicht weit genug entfernt. Wenn wir den jetzt hauen, geht's rund. Level 5. Der andere war Level 17. Au! Au! Da haut er sofort ab. Da haut er sofort ab. Warum haut er ab? Wo rennt er hin? Da kann ich doch nicht hinterherlaufen. Das sind die drei Fiesen. Da muss ich seine Frau verprügeln. Das tut mir echt leid. Das ist fürs Let's Play, ja? Level 17? Hallo! Gut, ich hab schon... Da ist schon Kraft, da ist schon Wumms in meiner Faust, ne? Also... Da ist einfach gut. Das verstehe ich schon. Ich bin sehr stark. Die ist wahrscheinlich einfach weggeflogen. Die ist einfach weggeflogen. Habe ich draufgehauen, ist die weggeflogen. Anders kann ich mir das nicht erklären. Wie soll man die denn tamen, wenn die sofort... Tja... Also kann man diese Player-Voice mal bitte irgendwo runterdrehen? Das wäre mir echt sehr lieb. You're starving. Ach, schön. Das finde ich natürlich auch sehr gut. Voice-Volume mache ich mal ein bisschen runter. Apply. So, und wir müssen... Oh, wir müssen unbedingt was essen. Drei. So, was sagt der Bauch? Bauch geht so. Zwei fette Steaks reichen natürlich nicht. Huch, hallo, drei? Drei? Ah, das waren alle, die wir hatten. Da ist wieder ein Archosaurus, wie ich gerade sehe. Level 23 war der. Uah, Alter. Wie ich das hasse, wenn wir heimlich hinkacken irgendwo. Der war Level 23 und wir haben den gerade einfach mal blind weggeschlagen. Finde ich gut. Wir hatten ja noch einen Speer, wie es aussieht. Ich esse jetzt hier, Schnauze. Huch, der ist ja schon weg. Okay, haben wir ein bisschen Raw Meat rausgeschneidert. Ich wollte dem ja nichts Böses. Der hat mich angegriffen. Nee. Die schlage ich nicht mit der Faust. Da muss ich noch ein bisschen üben. Wo kriege ich denn jetzt so einen Flüchtosaurus her? Wie soll ich denn den bewusstlos schlagen, wenn er sofort wegläuft? Da muss er die ganze Zeit hinterher rennen. Und das ist hier sehr gefährlich. Na, Stegi? Der klatscht mir gleich eine mit seinem Schweif.
Ja, ich habe keine Ahnung, wo ich einen Flüchtosaurus herkriegen soll. Alter, wie viel Hunger haben wir denn? Wie viel frisst der denn? Das war doch sonst nicht so. Die Beeren haben wir natürlich alle weggepackt. Ich hau mir mal diese Amarbeeren rein. Ich hoffe, das geht. Ich weiß, das bringt nicht sonderlich viel. Vielleicht muss ich gleich nochmal in die Kiste da drüben ran. Ich wollte jetzt hier eigentlich so einen Typen tamen, aber der Typ ist... Offenbar sind die beide indisponiert. Finde ich ein bisschen erschreckend. Vielleicht müssen wir anderswo einen finden. Oh, doof. Mann, ich wollte doch jetzt tamen. Ich dachte, das klappt jetzt direkt jetzt hier. Ich fange an aufzunehmen, sofort mal ein bisschen umboxen und tame und fertig. Hier so ein Dodo, Dido, Dadi haben wir jetzt ja auch nicht in der Nähe hier irgendwo. Scheiße nett. Ja, das wird schwierig. Wo soll ich den herkriegen? Ich weiß noch gar nicht. Werden wir wahrscheinlich verschieben müssen, bis wir tatsächlich irgendwo einen finden. Und dann versuchen wir dem eben hinterherzulaufen und den umzuboxen und was auch immer. Doof. Jörn Cumbert, ach, willst du mich denn verarschen, ey? Der kann nichts tragen, der kann nichts machen, der haut Dinosaurier quer durch die Karte, das ist... Ja, das ist nicht wahr. Inventory too heavy to jump, weil er eine Dachlatte zu viel mit einem irgendwie in der Hosentasche hat. Ich geh mal ganz kurz. Wir sind ja zum Glück in der Nähe unserer Hütte und wir müssen unbedingt was essen. Denn offenbar verdauen wir mit Schallgeschwindigkeit. Der stopft sich was in den Rachen. Da kommt es mit Warp 9 auch schon wieder aus dem Enddarm rausgeschossen, wie es aussieht. Alter, wie cool das einfach aussieht. Das sieht schon geil aus, da auf der Bergspitze. Schön, die Pflanze ist verkümmert. Weil wir kein Wasser haben. Leckt mich am Arsch. Gnarf, gnarf, gnarf. So, ganz kurz. Ich gehe mal rein und dann guck mal, haben wir hier eine Kiste? Irgendwo haben wir noch ganz viele Beeren. Hier, sagen wir mal hier. Guckt Miet, Alter. Lecker, ja. Vielleicht reicht Fleisch ja einfach nicht so viel. So. Erstmal köstlich essen und dann gucken, was können wir denn in die Kiste packen. Wir haben noch zwei Kisten in der Kiste. Ich finde das sehr realistisch, dass wir zwei dieser Kisten in eine Kiste gleicher Größe packen. Das hat viel Realistisches. Das finde ich sehr gut. Wir haben Scheiße. Wir haben noch ein paar Seeds. Die Seeds kann ich eigentlich alle mit hier reinpacken. Achso, die kann ich ja nicht, das sind die Glases. So, die Seeds müssen wir nicht unbedingt immer mit uns rumtragen. Die können wir ja auch mal reinsortieren, weil ganz ehrlich, die werden wir nicht immer verbrauchen. So, Fiber würde ich gerne in eine separate Kiste packen. Ruckel. Storage Box und Hide haben wir hier. Haben wir noch Hide hier mit bei? Hier, 9 Hide. You can't hide. You will find me. Okay, wie viel haben wir denn jetzt? Wir wiegen 109 von 130. Das ist ja auch nicht so wenig. Was wiegt denn hier so viel? Die Kohle wiegt auch eine Menge. 103 von 130. Das Stroh geht so. Der Sattel wiegt 20. Ne? Das erklärt natürlich einiges. Okay, den Sattel habe ich mal reingeballert. Ansonsten die Kacke nehme ich mal mit. Stroh, da habe ich auch noch Dinosaurier-Kacke, schön im Portemonnaie. Den Waterskin, der irgendwie immer leer ist. Okay. So. Ah, ist auch schon eine andere Geschwindigkeit. Jetzt wieder. Ach, schön. Das sieht immer so cool aus. Die Frage ist, was machen wir denn jetzt? Also wir können natürlich jetzt hier das Dach noch draufbauen. Das wäre ganz toll, wenn wir das mal hinkriegen würden. Aber die Hütte wenigstens fertig. Ansonsten, das mit dem Tame.
weiß ich gerade nicht, ob wir das hinkriegen. Der Sattel liegt 20. Das heißt, wir müssen erstmal so ein Vieh niederprügeln, Futter geben, mitnehmen. Irgendwie so, ich bin noch nicht ganz sicher, ob das so funktioniert.